Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Mittwoch, der 21. Juni 2017. Mein Name ist Norbert Gieso. Ja, seit heute Morgen um 6:24 Uhr befindet sich die Sonne im Sternzeichen Krebs, was gleichzeitig bedeutet, dass damit der Sommer begonnen hat als Jahreszeit und auch, dass wir letzte Nacht die kürzeste Nacht des Jahres hatten und den längsten Tag. Von nun an werden die Tage wieder kürzer werden. Im Krebs läuft die Sonne quasi rückwärts. Gestern beim Tageshoroskop dort noch zu sehen, habe ich das Horoskop der Sommersonnenwende besprochen. Und heute ist es so, dass nicht nur die Sonne, sondern auch Merkur hier noch im letzten Grad des Zwillings heute auch in den Krebs wechseln wird, und zwar um 11:57 Uhr. Und beide treffen sich dann im ersten Grad des Krebs um 16:14 Uhr, weil der schnellere Merkur dann die Sonne überholt. Der ist natürlich am Himmel nicht sichtbar. Neben Sonne und Merkur befindet sich auch Mars jetzt im Krebs. Es beginnt jetzt also die 30-tägige Krebszeit, in der logischerweise alle Krebse Geburtstag haben. Diese Krebszeit wird sozusagen gleich vertieft eingeführt, dadurch, dass wir in der Nacht zum Sonnabend Neumond im Krebs, beziehungsweise am frühen Sonnabendmorgen Krebs-Neumond haben. Das Neumond-Horoskop bespreche ich höchstwahrscheinlich morgen. Wir sehen hier nämlich auch schon, dass der Mond hier im Stier nicht weit entfernt ist von der Sonne, und bis Samstagvormittag hat er dann diese Strecke zurückgelegt. Sonne, Mond konjugieren im Krebs, und damit ist dann die Qualität des Sternzeichen Krebs richtig eingeführt. Allerdings beginnt sie natürlich schon heute. Was bedeutet das? Der Tierkreis hat ja eine gewisse Logik in seinem Aufbau auch. Oftmals wird ja in der Astrologie mehr so eine Art Schubladensystem benutzt. Man macht die Schublade Krebs auf und schaut nach, was dort drin ist, oder die Schublade Waage. In Wirklichkeit oder der Wirklichkeit entsprechender ist es allerdings so, dass sich in der Astrologie die Dinge zyklisch aufbauen. Der Tierkreis beginnt mit dem Widder, Stier, Zwilling, und dann kommt der Krebs. Und der Krebs ist das erste Wasserzeichen im Tierkreis. Es ist eigentlich das erste Zeichen, was sich dann auch wirklich mit den Gefühlen und der Psyche beschäftigt. Und von daher ist dieser Schritt nach innen, nach doch der starken nach Außenbezogenheit der Zwillinge, ein extremer Schritt eigentlich. Es bedeutet nämlich jetzt, dass nicht nur irgendwie die Dinge eine äußere Erklärung haben, wie es der Zwilling als Naturwissenschaftler, als Untersucher herausfindet, sondern dass sie auch eine innere Erklärung haben, dass es eine innere Dimension gibt, dass es eine innere Repräsentanz dafür gibt. Und das ist unsere innere Bewertung, sind nun mal unsere Gefühle. Hätten wir keine Gefühle, wären wir ja quasi wie denkende Androiden, die die Dinge einfach nur so wahrnehmen würden, wie sie sie wahrnehmen. Wir aber nehmen die Dinge nicht einfach nur so wahr, sondern alles, was wir wahrnehmen, alles, was in unserer Welt auftaucht, wird auch von uns bewertet als gut, also angenehme Gefühle, schlecht, unangenehme Gefühle oder neutral. Und mit diesem Wertungssystem, was es uns ja andererseits ja auch schwer macht, unvoreingenommen Menschen oder Dinge, Ereignisse zu erleben, mit diesem inneren Wertesystem alias Emotion, alias Psyche, muss man erstmal klarkommen. Und genau dieser Bereich ist durch das Zeichen Krebs dann stärker betont. Und was ist eigentlich der Hauptwunsch des Zeichens Krebs oder sein Grundbedürfnis? Könnte man vielleicht sprechen von emotionaler Verbundenheit. Der Krebs sucht die emotionale Verbundenheit. Er möchte sich verbinden mit anderen und sucht daher auch nach seiner Familie, sodass also auch in der Krebszeit die Familie im Vordergrund stehen kann und eben auch die Familie, aus der wir selbst kommen. Durch diese
diesen familiären Zusammenhang hat der Krebs auch oft diesen Rückblick in die Vergangenheit, aus dem er dann oft nicht wieder hervorkommt. Auch wir müssen jetzt aufpassen, dass wir uns nicht in Details der Vergangenheit verlieren, sondern dass wir eventuell bestimmte Erfahrungen und Erkenntnisse aus der Vergangenheit sozusagen nehmen, um uns die Gegenwart und mögliche Zukunft zu erleichtern oder zu verbessern. Und in diesem Zusammenhang ist es auch sehr klar, dass es für den Krebs auch sehr wichtig ist, sein wahres Zuhause zu finden. Manche von diesen Punkten werde ich in den nächsten Tagen und Wochen noch wieder aufgreifen. Heute kommt dazu, ähnlich wie gestern, ein Mond im Stier. Dieser Mond wird heute Nacht um 0:44 Uhr in den Zwilling wechseln. Mond im Stier ist ja so eine gewisse ruhige Atmosphäre, so ein in Harmonie mit der Natürlichkeit und der Natur sein und passt daher ganz gut zum Krebs. Ist also eigentlich dann von daher doch ein ganz guter Start für den Krebs mit Mond und Venus im Stier als erdhaftes Gegengewicht. Ich wünsche uns allen heute einen guten Start in den Sommer in das Sternzeichen Krebs und sage Tschüss, bis morgen.